Hallo und willkommen heute zu Elektrotechnik Rheinschwingkreis. Was ist das und was kann das in diesem Video? Also, vorweg mal, was ist jetzt ein Schwingkreis? Also ein Schwingkreis kann man sich so vorstellen, es ist eine Schaltung mit Spule, Kondensator und Widerstand, die elektrische Schwingungen ausführen kann. Also wenn wir jetzt eine LC, also nur Spule und Kondensator-Schwingkreis hernehmen, dann wird Energie zwischen dem magnetischen Feld der Spule und dem elektrischen Feld des Kondensators periodisch ausgetauscht, wodurch eben abwechselnd eine höhere oder niedrigere Stromstärke oder Spannung vorliegt. Ja, und jetzt haben wir hier diesen Rheinschwingkreis. Man kann das wunderschön an der Schaltung erkennen, das Ganze ist in Reihe. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen was berechnen. Ich erkläre dann im Laufe dieses Videos, was wir berechnen. Also, wir haben eine Schaltung, R, L und C ist bekannt und unsere Eingangsspannung oder Ausgangsspannung. Also, wir starten einfach mal jetzt mit der Resonanzfrequenz. Was ist das? Also als Beispiel, wenn jetzt eine Schwingung infolge einer Dämpfung abklingt und wir das nicht wollen, muss dem Schwingkreis laufend Energie Frequenzenergie zugeführt werden, die genauso groß ist wie die Eigenfrequenz. Erst dann kann der ganze Kreis mitschwingen. Das ist die Resonanzfrequenz. Und die können wir jetzt schön, da gibt es eine schöne Formel, und zwar FR ist 1 durch 2 Pi mal L mal C. Das heißt, unter der Wurzel. Das ist die Formel für die Resonanzfrequenz. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir auf das? Also, bei der Resonanzfrequenz ist unser XC und XL gleich. Sprich, wir können dann XL ist Omega mal L und XC ist 1 durch Omega mal C. Das können wir dann umformen auf Omega und Omega ist 2Pi mal F, in diesem Fall FR, und so können wir das umformen. Also ganz easy peasy. Und wenn wir hier dann unsere Wert einsetzen, dann kommen wir auf einen Wert von 711,7 Einzugssekunde oder auch besser gesagt Hertz. Das ist jetzt unsere Resonanzfrequenz. Und jetzt möchten wir unser I ausrechnen. Ja, das ist jetzt mal ganz schwer. I ist U durch R, die 10 Volt durch die 100 Ohm. Ja, schwierige Rechnung. Wie gesagt, 0,1 Ampere. So, und jetzt führen wir eine neue Größe ein. Und zwar heißt die Größe den Buchstaben Q, groß Q. Und Q ist jetzt der Gütefaktor. Zudem sage ich gleich noch was. Zuvor noch, wie berechnen wir den? Also XL durch R. Das ist eben J Omega L. Das J kann ich jetzt weglassen oder nicht. Durch den Widerstand. Oder das gleiche geht natürlich auch mit XC. Dann wäre dann 1 durch R mal Omega mal C. Das ist eben jetzt die Güte unseres Schwingkreises. Und jetzt möchten wir gerne noch ausrechnen den Spannungsabfall hier über unser C und über unser L. Und da werden wir jetzt gleich etwas sehr Interessantes sehen. So, ich kann natürlich wieder ganz gerade schreiben, aber okay. Also, hier sehen wir jetzt, wenn wir das jetzt ausrechnen, mit nicht R mal I, wir haben ja komplex, also XL mal IR und das Ganze mit XC mal IR, dann sehen wir, es kommt beides mal das gleiche raus, und zwar 22,36 Volt. Und vielleicht ist euch schon was aufgefallen, das ist relativ hoch, weil wenn wir nämlich jetzt hier oben hinschauen, unsere Quellenspannung ist 10 Volt. Bam, ihr werdet jetzt sagen, ich habe mich verrechnet. Nein, ich habe mich hier nicht verrechnet, denn das ist wirklich so. Und darum muss man hier aufpassen. Als kleinen Funfact, beim Reihenschwingkreis ist die Spannung höher und beim Parallelschwingkreis ist mit der Strom höher. Darum muss man hier immer aufpassen und die Bauteile richtig auslegen. Denn es ist größer wie unsere Quellenspannung. Auf das muss man immer sehr gut aufpassen. Dass man das Ganze versteht, habe ich hier etwas kopiert. Das wollte ich jetzt nicht mehr neu abschreiben. So, hier haben wir ein wunderschönes Diagramm. Hier sehen wir könnten jetzt die Bandbreite
noch berechnen, aber das erstmal langsam. Also, wir haben hier auf dieser Achse unser U und unser Omega aufgetragen. Und dann entsteht diese Kurve hier. Das ist unsere Ausgangslage. Und jetzt schalten wir hier unser UL und UC zu und sehen wir, es ist ziemlich größer wie hier unser Maximalwert. Da ist jetzt der Imax eingetragen. Und die Spannung ist eben hier viel, viel höher. Was auch noch interessant ist, wenn wir auf das zweite Diagramm schauen, das ist die Phasenverschiebung. Die Phasenverschiebung ist hier nicht linear, nur hier zwischenlinear. Aber das ist jetzt nicht wichtig, das ist nur ein Effekt. By the way, dieses Diagramm ist hier relativ wichtig, denn hier sieht man die Zusammenhänge. Haben wir auch die Dämpfung eingezeichnet. Aber wir können eben sehen, dass diese Stromspannung hier bedeutend höher ist. Darum immer gut aufpassen. So, jetzt können wir natürlich unsere Bandbreite hier ausrechnen mit der Formel Resonanzfrequenz durch den Gütefaktor. Da kommen wir auf der 317 Hertz. Wir haben zuerst im Diagramm gesehen, was die Bandbreite ist. FUG und FOG ist die untere und obere Frequenzgrenze. Einfach diese Formeln, das kann man aus dem Diagramm, was ich zuvor gehabt habe, kann man das hier relativ gut sehen. Habe ich in grün eingezeichnet, die untere und die obere Grenze. Das ist dann jeweils hier bei diesen grünen Linien. Wo wir sehen, dass bei genau dieser Frequenz das größte U ist. Und das ist ja das Interessante, was wir ausrechnen. Jetzt können wir dann den dazugehörigen Strom noch ausrechnen. U durch R. Bei R müssen wir aufpassen, wir müssen nicht den Widerstand, sondern wandern ja hier in Komplexen und wollen ja natürlich den gesamten Strom bei der unteren und oberen Grenzfrequenz wissen. Und darum müssen wir hier den Betrag von Z bilden, also die Wurzel aus XL plus XC Quadrat plus R Quadrat. Das gleiche bei der oberen Frequenz. Natürlich hier jeweils das Omega ändert sich. Darum kommen auch hier verschiedene Werte raus. Interessant ist noch, dass I durch die Wurzel 2 ungefähr 0,71 mA sind. Da kommen wir hier relativ gut dran. Sehen wir, dass wieder hier ein wunderschöner Zusammenhang ist. Weiter geht's hier mit der Phasenverschiebung bei der unteren und oberen Grenzfrequenz. Kann ich euch auch nochmal das Diagramm zeigen. Stromresonanzkreis RKS sehen wir nicht ganz linear und hängt eben ab von der Frequenz und hier bei der unteren Grenze. Und bei der oberen Grenze ab, dann ist es eben nicht mehr linear und es ist schwieriger zu berechnen. Auf jeden Fall ist hier auch der Zusammenhang relativ gut dargestellt. So, wie rechnet man das aus? Ja, das ist eine sehr interessante und schwierige Methode. Nein, natürlich nicht. Es ist einfach der Arcus tangens vom Imaginärteil durch den Realteil. Imaginärteil muss man natürlich zusammenfassen, denn wir haben ja zwei Imaginärteile, L und C, dividiert durch R Arcus tangens, weil es im rechtwinkligen Dreieck steht, habe ich euch schon mal ein Video dazu gemacht, könnt ihr jetzt rechts oben klicken und dann kommen wir eben hier auf minus 48 Grad und hier 42 Ampere, nicht Ampere, sondern Grad, hier haben wir zum zeigen, hier ungefähr, bei was habe ich gesagt, 48, ja okay, 45 ist jetzt nicht maßstabsgetreu eingezeichnet natürlich, aber man sieht Minus und hier dann bei der Grenzfrequenz, ganz wichtig, das habe ich vielleicht vergessen sagen, bei der Grenzfrequenz ist die Phasenverschiebung eben 0, denn XC und XL ist gleich. Das war's so von diesem wunderschönen Thema hier. Reihenschwingkreis, vielleicht kommt noch ein Video zum Parallelschwingkreis. Ich hoffe, euch hat das Ganze was geholfen. Könnt mir gerne sonst in die Kommentare schreiben, wenn ihr was nicht verstanden habt. Haut rein, wir sehen uns. Ciao.